glaube, Herr Maaßen hat sich und dem Bundesamt für Verfassungsschutz keinen Gefallen getan mit seiner Aussage heute. Das fing schon an mit seiner Anfangserklärung. Er hat ganz offensichtlich das, was er in der Presse schon angefangen hat, eine Desinformationskampagne gegen Herrn Snowden hier in den Verhandlungssaal getragen. Und das kam letztlich nicht gut an, weil er das überhaupt nicht substantieren und belegen konnte. Das ist offenbar Spinnerei. Er versucht, und das scheint die Reaktion, die offizielle Reaktion zu sein, ich sage auch eine kalte Kriegsreaktion zu sein, Herrn Snowden, der ja wirklich viel geleistet hat, das hat er zuletzt ja sogar selber eingeräumt, zu diffamieren und herabzuwürdigen. Die Parlamentarier sind ja quasi auch angegriffen worden, wenn man so will, weil es hieß, man hätte, wenn ich es mal so frei besetzen darf, zu wenig Zeit, um sich dann um terroristische Bedrohungen zu kümmern, wenn man sehr viel Aufwand hat, hier die Sitzung vorzubereiten. Haben Sie es auch so empfunden? Nein, das sehe ich überhaupt nicht. Also er hat ja hier zuletzt noch auf meine Fragen auch gesagt, welch großer Schaden angerichtet worden ist. Und da drängt sich mir einfach die Frage auf, wer ist denn letztlich der Schuldige? Und der oder die Schuldige kann ja nur die NSA sein, also der US-Geheimdienst im Bunde mit dem Bundesnachrichtendienst. Weil die, die die Ursache gesetzt haben für die Veröffentlichung von Snowden, die müssen das verantworten, was dadurch angerichtet worden ist. Weil ohne diese schweren Rechtsverstöße hätte Herr Snowden nie einen Grund gehabt, die Sachen in die Öffentlichkeit zu tragen. Gab es eigentlich irgendwelche Erkenntnisse für Sie, inhaltlicher Art, X-Keister oder was auch immer, was Sie sagen, da haben Sie richtig was gelernt? Na, ich habe jetzt ganz zuletzt gelernt, dass offensichtlich auch das Kanzleramt in der Not, als bekannt wurde, dass das Handy der Kanzlerin abgehört worden ist, ausspioniert worden ist, nicht etwa den dafür zuständigen Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der für Spionageabwehr allein in Deutschland mit seinem Amt zuständig ist, konsultiert, beauftragt, befragt hat, sondern dass der arme Mann alles aus der Zeitung entnehmen musste. Auch kein Ruhmesblatt für die Bundesregierung und die Beaufsichtigung der Geheimdienste. Danke.